Ja, hallo ihr Lieben. Dies wird jetzt eine Videoantwort für die liebe Beauty-Minchen. Und zwar handelt es sich um die fünf liebsten Sommerdüfte. Ich habe meine fünf liebsten Sommerdüfte mal einfach nicht kategorisiert auf Platz 1 oder auf Platz 5, sondern einfach die fünf liebsten ohne jede Reihenfolge zusammengestellt für dich. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und ich fange einfach mal an. Also, was auf jeden Fall, seit ich denken kann, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte ist, ist das Sun von Jill Sander, was eigentlich hier auch ein Eau de Toilette ist. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Eigentlich ein Eau de Toilette sein soll, aber es riecht einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr schwer. Ich habe das, glaube ich, schon mal in meinem Parfümsammlungsvideo beschrieben. Und sehr, sehr intensiv, vanillig und nach irgendwas warmen, tropischen, irgendwie macht es ein warmes Gefühl. Und es ist ja eigentlich ein, ja, ein Eau de Toilette eigentlich leichter. Und das Seltsame daran ist, dass dieses Eau de Toilette praktisch den ganzen Tag und den nächsten Tag man noch an seiner Kleidung riechen kann, wenn man es richtig aufträgt. Und das ist einfach sehr, sehr seltsam, weil es ja eigentlich nur ein Eau de Toilette sein soll. Und es ist dennoch so langanhaltend ist. Und das ist für mich einfach top, weil man davon auch nicht viel braucht. Ich habe hier auch nur die 30 ml-Variante und die habe ich schon seit 1, 2 Jahren und da ist immer noch so viel oder so. Also nicht viel raus und ich liebe einfach diesen Duft. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich absoluter Jill Sander-Anhänger. Dann muss ich natürlich auch positiv merken, was ich zurzeit sehr, sehr gerne trage, ist das Lover von Jeanne Eyre oder Jeanne d'Arc. Gibt es im Rossmann. Und ihr seht, ich habe es schon so oft verwendet, ich trage es auch heute wieder und da ist immer noch nicht viel raus. Das ist die 50 ml-Variante und das kriegt ihr auf jeden Fall im Rossmann. Und das ist ein leichter, floraler, süßlicher Duft. Sommerlich und frühlingshaft. Der passt also in diese komplette Zeit mit rein. Also ich trage ihn auch heute wieder. Ich kann ihn mal aufsprühen. Also ich liebe diesen Duft. Vor allem, er verfliegt nicht wirklich viel. Also er verfliegt schon, weil es ist ja auch nur ein Eau de Toilette. Aber ich würde auch sagen, oh, jetzt brennt es hier ein bisschen. Habe ich irgendwo falsch hingesprüht. Ich würde auch sagen, er ist wirklich süßlich floral. Also auf jeden Fall. Und er macht einfach auf meiner Haut, verfliegt er nach einer Weile. Und gibt aber so ein wohliges Gefühl einfach für die Haut wieder. Und ich finde das einfach total angenehm. Und es riecht schön und es ist leicht und es ist was für den Sommer. Und ja, man möchte ja auch nicht so aufdringlich im Sommer riechen irgendwie. Ja, dann mag ich für den Urlaub sehr, sehr gerne Bruno Banani, Made for Woman, Not for Everybody, Magic Woman. Und das riecht wirklich so extrem süß, tropisch, wie eine Pina Colada. Das ist einfach der totale Sommerduft. Sehr penetrant, leider auch ein bisschen. Und ich mag es aber sehr gerne. Und das ist jetzt hier die, ist auch nur ein Deodorant. Das hier ist auch nur ein Eau de Toilette. Und das hier ist auch nur ein, ja, natürliches Eau de Toilette Deodorant-Spray. Aber es hält für mich auch schon wieder 3, 4 Stunden. Und dann für 75 Milliliter und für 9 Euro, das geht eigentlich. Und deswegen mag ich das auch sehr gerne. Mein viertes Lieblingsparfüm ist von Sarah Jessica Parker NYC in diesem total billigen Barbie-Parfüm-Look. Also da hätte sie sich wirklich was Besseres einfallen lassen können. Hier auch nochmal das Logo eingestanzt. Aber ich finde einfach dieser Duft, der ist so blumig, so floral, so vielfältig, so, keine Ahnung, wenn man irgendwo lang geht und man riecht das und es ist einfach nur klasse und das riecht einfach toll. Und ja, ich bin verliebt in diesen Duft von Sarah Jessica Parker. Und ich glaube, vielleicht soll die Verpackung auch so ein bisschen die Vielfältigkeit dieses Dufts widerspiegeln. Auch wenn ich nicht wirklich mich damit identifizieren kann. Aber der Duft ist göttlich. Er ist einfach schon wieder so süß, penetrant. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, ich liebe das. Und das ist einfach so ein bisschen was für mich. So ein bisschen verrückt und nicht so in die Kategorie einordnenbar. Und ja. Und dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Sommerduft ever. Und ich habe ihn mir erst jetzt gekauft aus dem Horror. Kennt ihr das vielleicht schon? Das Biotherm Eau de Pure. Einfach, weil es so frisch,
so Kiwi-artig, so fruchtig, so, wenn es eine Platzierung geben würde, dann wäre das auf Platz 1, weil das für mich einfach die Identifikation, einfach die pure Beschreibung von Sommer ist. Das sind Früchte, das ist Kiwi, das ist Wasserfall, das ist frisch, das ist einfach alles insgesamt. Und ich werde das jetzt, wenn ich in Urlaub fahre, zu meinem Schatz mitnehmen. Ich liebe es einfach, weil es nicht so penetrant und schwer und süßlich nur ist, sondern es ist einfach nur frisch. Es ist einfach, man will im Sommer frisch sein und sich gut fühlen. Ja, und das bedeutet das für mich. So, liebe Beauty-Mädchen, ein relativ kurzes Video, weil die Auswahl mir da nicht wirklich schwer gefallen ist im Sommer. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich tagge an dieser Stelle, also was heißt taggen? Es ist ja eigentlich kein Tag, oder? Ja, es ist ein Tag. Dann tagge ich an dieser Stelle Xminky und die Freak Meets Girl und alle, die sonst noch gerne mitmachen möchten. Und mir, oder I'm So Glad To Be, der mir vielleicht auch seine 5 liebsten Sommerdüfte zeigen möchte. Keine Ahnung. Oder generell irgendeinen Duft, den er so im Sommer trägt. Das würde mich bestimmt interessieren, falls er irgendwann mal Zeit hat, dieses Video zu machen. Hallo und liebe Grüße. Ja, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und vor allem dir. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.